So, weiter geht's. Kane, wegen dem, was passiert ist, was du gesagt hast. Dafür ist jetzt keine Zeit. Ich habe mich geirrt. Einen Moment lang habe ich gezweifelt. Die Infektion. Das Ding, das in Taylor steckt. In Hendrix. In mir. Wie halten wir es auf? Komm, wir sind undercover. Körper. Da sieht stabil aus. So wie Hendrix. Oder so wie Taylor. Aber wir nehmen das mal Elite. Wir können nur hoffen, es einzudämmen. Wenn wir Taylor aufhalten können, habt ihr vielleicht eine Chance. Wenn wir euch zu den richtigen Anlagen bringen können. Wir müssen nur Hendrix auf Kurs halten. Let's go! Hendrix hatte recht. Taylor hatte einen Deal mit dem NRC. Jetzt passen sie in ihrer Festung in Kairo auf ihn auf, den Lotus-Turm. Wenn das stimmt, dann dauert es nicht mehr lange, bis auch wir beide so durchgeknallt sind wie er. Die Leute in der Stadt geben nicht auf. Wir haben das ägyptische Militär und die Zivilmiliz im Kampf auf unserer Seite. Ein spontaner Aufstand würde das NRC kalt erwischen und ihren eisernen Griff schwächen. Genau wie ihr Angriff auf Ramses. Wir lenken sie ab und holen uns unseren Mann. Wenn Taylor erledigt ist, finden wir einen Weg, um das Ding aus unseren Köpfen zu kriegen. Um jeden Preis. Sobald Hakim tot ist, gehen wir zur Sicherheitsstation und aktivieren das Dead-System. Dann wird der Aufstand beginnen. Der Aufstand interessiert mich einen Scheiß. Spaß dir. Die sollen uns besser nicht in den Weg kommen. Bitte, töten Sie mich nicht! Oh, mein Charakter hat ehrlich was drauf. Okay, die nächste Sicherheitsstation ist im 25. Stock. Das ist unser Ziel. Sobald du da bist, überhitze ich das NRC-Dead-Netzwerk. Wenn das NRC erkennt, worum es geht, wird es Verstärkung aus anderen Teilen der Stadt holen. Wir werden die ganze Zeit auf heftigen Widerstand stoßen. General Hakim hält eine Rede auf dem Balkon. Vergiss nicht. Der Angriff muss brutal sein. Eine Botschaft. Ein Symbol der Stärke. Kairo wartet auf den Tod von General Hakim, um anzugreifen. Schneiden Sie der Schlange den Kopf ab. Und der Körper vernichtet sich selbst. Digga, das ist ja so krass. Also, ich hab... Tut, was zwar, nötig ist. Ich hab zwar früher Call of Duty gespielt, aber... Ich hab schon ein bisschen Sachen vergessen, Digga. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Bam! Was? Und jetzt ein Bombenklag! Bürger von Kairo! Das ist eure Chance! Holt euch eure Stadt zurück! Brother. Let's go! Das NRC ist verwirrt, aber sie werden sich neu formieren! Brüder! Erobern wir unsere Stadt zurück! Vertreibt das NRC aus Kairo! Ah, Digga! Mann! Ja, jetzt wieder alles von vorne. NRC ist verwirrt, aber sie werden sich neu formieren.
Brüder! Erobern wir unsere Stadt zurück! Vertreibt das NLT aus Kairo! Ja, ist wieder tot. Pass auf! In dem Bereich gibt es Zivilisten! Verstanden. Bin dabei. Da kommen sie! Erledigt sie! Bleib auf dem Dach! So kommst du bis dahin! Los, Pfadfinder! Zivilisten voraus! Pass auf! Es kommen noch mehr NRC! Sie verriegeln die Tür. Ich scanne nach Optionen. Und nach der Story spielen wir Zombie-Modus. Jetzt ein! Such uns einen Weg hin! Der Luftschacht führt zur Sicherheitsstation. Wirklich? Mehr hast du nicht drauf? Verdammt! Ganz ruhig, Hendrix. Das bist nicht du. Es ist das Ding in deinem Kopf. Da, der Schacht direkt vor uns. Feinde auf beiden Ebenen! Ausschwärmen! Benutze die Konsole und bring mich ins System. Wie wäre es, wenn du aufhörst, vor Khalil anzugeben und jetzt nach Taylor suchst? Konzentrier dich, Hendrix. Hab ihn. Taylor wird in Zellenblock 7 auf Ebene 90 festgehalten. Er könnte ohne Probleme von dort entkommen. Wieso bleibt er? Was ist dein Plan? Scheiße. Kann er? Kann es uns sehen? Ich weiß nicht, wie viel vom echten Taylor übrig ist. Sein Gehirn ist hinüber.
Durchbruch! Kane, würdest du diese Date-Systeme abschalten? 30 Sekunden, haltet durch! Lieutenant Khalil, Dead-Netzwerk wurde zerstört. Sie sind dran. Luftunterstützung auf dem Weg. Feuer einstellen! Ägyptische Truppen seilen sich ab! Okay, King. Zurück zur Sache. Wie kommen wir am schnellsten zu Taylor? Der Laden fährt rauf in den 90. Stock. Er fährt zum Inhaftierungsbereich. Achte auf Hendrix. Er steht neben sich. Verstanden. Wie dich deine Träume. Die armen Schweine. Gegen das gesamte NRC kämpfen? Die glauben wohl wirklich, dass sie eine Chance hätten. Es gibt immer eine Chance. In 6 Monaten erleben sie eine neue Welle der Unterdrückung. Ich sag's euch. Hier müssen wir wohl raus. Wo sind wir? Folgt der Markierung. Sie führt direkt zum Zellenblock. Taylor muss dort sein. Verstanden. Wir sind unterwegs. Was ist los? Ist Mami zu Hause? Wieso? Ich will kurz ihr was sagen. Ja, was denn? Weil sie geht nicht an ihr Handy ran. Ja, was denn? Sag ich doch! Ob ich und Mami nach Action gehen dürfen. Heute? Ja. Ich glaube, jetzt hat zu. Warte, ich kann fragen. Okay, Pechwin. Dann hat es halt Pechwin. Mami!
Also ich bin bereit. Liegt rechts vor euch. Verstärkungen sind bereits eingetroffen. Glaub mir, das wissen wir. Verstanden, Kane. Wir sind fast da. Taylor, gib auf. Gib auf, John. Es ist vorbei. Komm schon. Du kennst mich. Versteht das nicht. Ich bringe uns heim. In Sicherheit. Ihr seid sicher. Sicher? Was ist denn sicher? Was soll das heißen? John! John, geh nicht! Was ist ein vereister Wald? Roboter kompromittiert. Taylor kontrolliert sie. Sie explodieren gleich. NRC-Roboter drehen durch. Taylor ist mit dem Kollektivbewusstsein verbunden und kontrolliert sie. Das Ding in ihm, es brennt ihm das Hirn aus. Zur
Hölle will er bloß hin? Wohin? Wohin gehen wir? Stell dir einen verwaisten Wald vor. Taylor, das bist nicht du. Was in deinem Kopf ist, bist du nicht. Du kannst dagegen kämpfen. Unser Verstand ist verbunden. Ich weiß, was passiert. Taylor, bist du da? Taylor! Kane, wo ist er? Ziel gesichtet. Überquert die Hochbrücke zu Turm 2. Hey Kane, irgendeine Idee? Diese Tür bringt euch hoch. So geht's auch. Also los! Haut rein! Der Sandsturm trifft wohl in weniger als 10 Minuten ein. Draus gemacht, mit Landeplattformen auf dem Dach. Er will zum Dach. Er will von ihr verschwinden. Luftunterstützung gleich in Position. Zentrale! Brauche Verstärkung bei meiner Position! Schwere NRC-Truppen haben uns umzingelt! Lieutenant Khalil, bitte kommen! Kommunikation abgebrochen. Zu viele Störungen. Kane, wir müssen Khalil helfen. Ohne ihn hätten wir es nie so weit geschafft. Ich weiß. Aber wir müssen Taylor stoppen. Ich überwache die NRC-Kommunikation. So finde ich raus, wo er ist. Wenn wir unsere Ziele erfüllt haben, holen wir ihn. Versprochen. Oh, wer klingelt jetzt, Digga? Wartet. Aber wir machen hier einen Zwischenstopp.